Ravensburg 2030. Von Bürgern für Bürger. Ravensburg heute. Eine lebens- und liebenswerte Stadt, geprägt von hoher Wirtschaftskraft und geringer Arbeitslosigkeit. Zusammen mit dem umfassenden Bildungs- und Betreuungsangebot ein begehrter Wohnort. Ravensburg ist aber vor allem modern, offen und selbstbewusst. Eine Stadt voller Leben, mit zahlreichen Geschäften und einem ebenso großen Angebot an Gastronomiebetrieben. Aber auch eine stolze Stadt mit Geschichte. Eine Stadt, in der Traditionen gelebt werden. Aber sind wir mal ehrlich, wer sich aufmerksam in Ravensburg umsieht, entdeckt auch Schwachstellen. Die hohe Attraktivität führt zu Wohnungsnot. Das Verkehrsaufkommen verursacht immer häufiger Probleme. Und viele Bürger wünschen sich mehr Grün im Stadtgebiet. Probleme, mit denen sich bisher der Gemeinderat auseinandersetzt. Da die Zukunft der Stadt aber alle Ravensburger etwas angeht, wird die Beteiligung der Bürger jetzt auf ein neues Level gestellt. Bei Ravensburg 2030 kann jeder Bürger aktiv die Stadtentwicklung mitgestalten. Von Beginn an. Und damit Ravensburg fit machen für die Zukunft. Die Bürgerbeteiligung ist eigentlich immer der richtige Ansatz. Finde ich sehr gut. Demokratie lebt von unten. Ja, weil wir leben hier. Es geht um uns. Bei Ravensburg 2030 werden zunächst alle 25.000 Haushalte zu 6 Zukunftsthemen befragt. Hier darf und sollte jeder mitmachen. Daraus entsteht ein erstes Meinungsbild zu sozialen Themen, Umwelt, Natur, Bildung, Kultur und Verkehr. Wer will, kann sich für Arbeitsgruppen bewerben. Dort reifen im gemeinsamen Dialog konkrete und kreative Ideen für die Zukunft. Am Ende des Prozesses soll das Leitbild für die künftige Entwicklung der Stadt stehen. Das ist Ravensburg 2030. Den Ideen der Bürger sind keine Grenzen gesetzt. Das wäre auch schlecht, weil vielleicht gerade die Idee, die am Anfang als unrealistisch erscheint, dann vielleicht am Ende des Tages sich als die Idee herausstellt, auf der aufbauend wir eine Lösung entwickeln, an die wir sonst gar nicht gedacht hätten. Und hinzu kommt, wir fragen natürlich die besten Spezialisten für ihre Stadt. Das sind die Bürger, die hier leben, die hier in den Wohnquartieren sich auskennen, die wissen, wo der Schuh drückt. Und genau diese Spezialisten, diese Bürger vor Ort, die werden hier mit eingebunden. Und ich glaube, davon profitiert Ravensburg 2030. Die Zukunft steckt voller Perspektiven. Wir müssen uns die Folgen des demografischen Wandels vor Augen führen und verstehen, was er bedeutet. Ist er vielleicht sogar eine Chance für Ravensburg? Wir müssen die zentralen Themen intensiv beleuchten und sie mit dem Blick in die Zukunft prüfen. Dabei werden wir von Fachleuten unterstützend begleitet. Wir müssen Visionen entwickeln, die Kleines und Großes bewegen. Visionen, von denen alle Ravensburgerinnen und Ravensburger profitieren. In den Stadtteilen, in Eschach, Thaldorf und Schmalig. Wie vielfältig die Ideen der Bürger sind, zeigen 2 beispielhafte Projekte. Der Familienlotse und die Planungswerkstatt Bavendorf. In der Planungswerkstatt Bavendorf haben wir Bürger in 3 Arbeitsgruppen mit Fachleuten Konzepte erstellt für die Gestaltung einer neuen Ortsmitte hier in Bavendorf. Ich finde es klasse, dass es so eine Möglichkeit gibt, bei so einem Prozess sich aktiv zu beteiligen und seine Ideen einzubringen. Und ich würde bei sowas auch sehr gerne wieder mitmachen. Als meine erste Tochter noch ganz klein war, 3 Monate alt, kam mir die Idee, einen Wegweiser als Broschüre für Familien in Ravensburg zu entwickeln. Mit der Idee bin ich so zur Stadt und die fand es toll. Und in Zusammenarbeit Ehrenamt, Hauptamt, wurde der Familienlotse entwickelt und jetzt auch schon in 3. Auflage. Und das ist toll. Ein gutes Gefühl. Lassen Sie uns in den nächsten 2 Jahren Ravensburg 2030 gestalten. Gemeinsam. Für unsere Zukunft. Von Bürgern für Bürger.